ich wollte kurz mein Mittagessen mit euch teilen. Es ist ja mittlerweile echt richtig cool warm geworden und ich merke einfach, wie sehr mein Körper jetzt Bock hat auf Salate und auf frisches Zeug. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja ähnlich. Ich habe mir einen riesengroßen Salat gemacht, den ich gerieben habe mit meiner Lurchreibe. Ich kann euch die nur ans Herz legen, falls du noch keine Reibe hast oder mit deiner Reibe unzufrieden bist, weil die sau stumpf ist und du dir immer irgendwie so voll einen abquälen musst und deswegen das Ding nicht auspackst. Von Lurch gibt es eine Turmreibe, die mehrere Dinger hat, so, wo man drauf reiben kann. Ich nutze eigentlich immer nur die gröbste Seite. Und was ich euch noch dazu empfehlen kann, ist ein Schnittschutzhandschuh, weil diese Reibe extrem scharf ist und ich habe mir teilweise schon mal von meinem Daumen so eine Ecke abgesäbelt und das war nicht so geil. Da habe ich echt total einen Schock gehabt und ich dachte so, okay, muss ich ins Krankenhaus? Nein, muss ich dann doch nicht, aber es war schon extrem tief. Generell Schnittschutzhandschuhe für Reiben sind eine super gute Idee. Verlinke ich euch beides einfach mal in der Infobox, die Reibe und den Schnittschutzhandschuh, falls jemand interessiert ist. Auf jeden Fall wollte ich euch ja den Salat teilen. Also, da ist drin Zucchini, verschiedene Arten von Steckrübe, Sellerie, also dieser Knollensellerie, den man normalerweise so für Suppen nimmt, Möhre. Dann habe ich noch Paprika, Tomate und Gurke in kleinen Stückchen geschnitten und an die Seiten Kartoffeln gepackt. Ich koche ja immer riesengroße Mengen von Stärkebeilagen vor, habe die dann im Kühlschrank und dementsprechend musste ich einfach nur die kalten Kartoffeln rausnehmen und in Stückchen schneiden. Süßkartoffeln würden natürlich auch bestimmt saulecker dazu sein. Wichtig ist bei Salaten, dass man wirklich Stärke dabei hat, also Kartoffeln oder Getreide, Reis oder Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Erbsen, was auch immer, damit das Ganze auch eine Sättigungswirkung hat und nicht nur Gemüse ist. Oben drüber habe ich dann noch ein bisschen rohen Buchweizen gestreut als Crunchy-Effekt und ein paar Sonnenblumenkerne. Und als Dressing habe ich in diesem Salat selbstgemachten Senf mit etwas Essig verdünnt, habe aber in seiner Nachfolgerversion, also dem Tag später, nur Balsamico-Essig benutzt und das finde ich auch hammerlecker. Ich finde es einfach super praktisch, Salate auch mal zu reiben anstelle von reinem Blattgrünsalat, weil das nochmal so eine andere Komponente von Lebensmitteln in den Salat bringt, die man vielleicht sonst so nicht essen würde. Wichtig ist nur, dass man die richtigen Gerätschaften am Start hat. Ansonsten macht man das nämlich erfahrungsgemäß einfach nicht. So, ich zeige euch nochmal die Schale im Vergleich zu mir, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, wie groß eure Salatmengen so sein sollten. Das ist der Salat und das bin ich, wo die Schale ist, wie ihr sehen könnt, ziemlich groß. Jo, ich hab Bock da drauf jetzt.